Sehr geehrte Medienschaffende, sehr geehrte Damen und Herren, die ja da hoffentlich auch online zuschauen, aber auch verehrte Anwesende hier im Raum. Ich begrüße Sie herzlich zu dieser Medienkonferenz und danke fürs Interesse. Ich erläutere heute die einzige kantonale Vorlage, wo wir darüber abstimmen am 22. September. Um was geht's? Das Bildungsgesetz soll angepasst werden, damit auch vorläufig aufgenommene Ausländerinnen und Ausländer rascher als bisher ein Stipendium oder ein Darlehen beziehen können. Die vorgesehene Anpassung des Bildungsgesetzes ist in erster Linie eine sinnvolle Integrationsmassnahme. Es geht um die Zukunft von jungen Menschen in unserem Kanton, aber lassen Sie mich zuerst ein paar Hintergründe erklären. Der Kanton Zürich unterstützt Personen in Ausbildung, die für ihre Ausbildungs- und Lebenshaltungskosten nicht selber aufkommen können. Er macht das in Form von Stipendien und Darlehen. Die betreffenden Personen müssen dazu, damit sie das überhaupt bekommen, genau Auskunft geben über ihre finanziellen Verhältnisse. Im Jahr 2023 haben im Kanton Zürich rund 7'000 Personen solche Stipendien und Darlehen bekommen. Im Durchschnitt haben die Personen eine Unterstützung von 10'000 Franken bekommen. Mehr als 3/4, und das ist ganz wichtig, mehr als 3/4 von allen gut geheissenen Stipendiengesuchen betreffen Personen in einer beruflichen Ausbildung, also eine Ausbildung auf Sekundarstufe 2. Und weniger als 1/4 der Beiträge geht an Personen, die eine Ausbildung auf der Tertiärstufe absolvieren, also ein Studium an einer Hochschule oder an einer höheren Fachschule. Anerkannte Flüchtlinge oder Staatenlose, die im Kanton Zürich wohnen, kommen auch Stipendien und Darlehen unter den gleichen Voraussetzungen über. Anders sieht es aus für die vorläufig aufgenommenen Ausländerinnen und Ausländer. Sie können solche Ausbildungsbeiträge erst beantragen, wenn sie mindestens 5 Jahre in der Schweiz gelebt haben. Ich will noch kurz auf die Definition von vorläufig aufgenommenen Ausländerinnen und Ausländern zu reden kommen. Die ist im Ausländer- und Integrationsgesetz vom Bund klar geregelt. Eine vorläufige Aufnahme wird dann ausgesprochen, wenn die Wegweisung nicht zumutbar, nicht möglich oder nicht zulässig ist. Und zwar aufgrund von der Situation im Heimatland und nicht etwa, weil die Person eine Ausbildung in der Schweiz angefangen hat. Es geht also nicht darum, dass da Personen betroffen sind, die sich vielleicht strafbar gemacht haben, sondern es geht einfach darum, dass sie den Status als anerkannter Flüchtling nicht bekommen, aber nicht können aus Sicherheitsgründen in ihre Heimat zurück. Die Wartefrist für vorläufig aufgenommen ist ein Problem für die Betroffenen. Es ist aber auch ein Problem für die Gesellschaft, wenn Menschen keine Perspektive haben. Wir haben alle ein Interesse daran, dass auch sie beruflich rasch integriert werden können. Darum wird der Regierungsrat und der Kantonsrat das Bildungsgesetz anpassen, damit vorläufig aufgenommene Ausländerinnen und Ausländer beruflich ihren Teil beitragen können, soll auf die bestehende Frist von 5 Jahren verzichtet werden. Gegen diesen Entscheid hat die Schweizerische Volkspartei das Kantonsratsreferendum ergriffen und darum stimmen wir am 22. September über die geplante Änderung im Bildungsgesetz ab. Eine Minderheit vom Kantonsrat will nicht, dass die Wartefrist aufgehoben wird. Sie befürchtet, so würden Anreize geschaffen, dass vorläufig Aufgenommene für immer in der Schweiz bleiben und dass sich besonders viele von ihnen im Kanton Zürich niederlassen. Natürlich ist die Idee, dass Ausländer und Ausländerinnen ohne Niederlassungsbewilligung wieder in ihr Heimatland zurückkehren. Nur, die Realität ist eine andere. Der überwiegende Teil der vorläufig Aufgenommenen bleibt langfristig in der Schweiz. In der aktuellen Situation heisst das, dass die meisten jungen Erwachsenen eine Berufslehre oder ein Studium mit Beitrag von der wirtschaftlichen Sozialhilfe ihrer Gemeinde absolvieren. Oder dass sie mit einer Ausbildung zuwarten. Sie arbeiten dann entweder gar nicht, also sind auch in der Sozialhilfe, oder sie sind in einem Tieflohnsektor. Und das verzögert und gefährdet ihre berufliche Integration und führt zu weiteren Kosten für die Gemeinden.
Wenn wir auf die 5-jährige Wartefrist für vorläufig aufgenommene Ausländerinnen und Ausländer verzichten, fördern wir also ihre Integration in die Gesellschaft. Wir ermöglichen ihnen, dass sie ein berufliches Fundament legen können, für was das dann später das auch immer brauchen. Und auf das können sie eine Existenz aufbauen, wo auch immer. Unabhängig von dem, ob sie in der Schweiz bleiben oder in ihr Heimatland zurückkehren. Wir leisten auch einen Beitrag gegen den aktuellen Fachkräftemangel und nicht zuletzt entlasten wir mit der Aufhebung der Wartefrist die Gemeinden. Ein Wort möchte ich noch zu den Kosten sagen. Der Kanton Zürich rechnet mit der Aufhebung der Wartefrist mit Mehrkosten von jährlich ungefähr 3 Millionen Franken, die in Form von Ausbildungsbeiträgen würden anfallen. Allerdings lässt sich das nur sehr grob schätzen, wie viele Personen mit der Gesetzesanpassung zusätzlich noch die Stipendien beziehen. Aktuell fallen 4% der Ausbildungsbeiträge auf vorläufig aufgenommene Ausländerinnen und Ausländer. Das sind Personen, die nach der Wartefrist von 5 Jahren einen Ausbildungsbeitrag beantragen oder bekommen. Im Ausbildungsjahr 2022/23 sind das rund 220 Personen gewesen. Im ersten Jahr nach der Aufhebung der Wartefrist müssen wir also mit höheren Aufwendungen rechnen. Dafür können wir längerfristig die Kosten für die wirtschaftliche Sozialhilfe reduzieren, die, wie gesagt, bei den Gemeinden anfällt. Meine Damen und Herren, liebe Stimmberechtigte, wenn wir diese Hürden abbauen, können sich junge Menschen unabhängig vom Staat eine Lebensgrundlage schaffen. Damit leisten wir einen sinnvollen und relativ kostengünstigen Beitrag zu ihrer Integration in die Gesellschaft. Kantonsrat und Regierungsrat empfehlen Ihnen darum, die Vorlage zur Anpassung des Bildungsgesetzes anzunehmen. Ich danke für die Aufmerksamkeit und stehe gerne für Fragen zur Verfügung. Ja, bitte, Herr Amrein. Ja, Hans-Peter Amrein, die Tribüne und Schweizer Zeit. Danke, dass ich da sein darf als einziger Pressevertreter, zumindest physisch. Es freut uns natürlich. Und darf ein direktes Gespräch haben mit der Frau Regierungsrätin. Sinnvolle Integrationsmassnahmen, hast du gesagt. Ja, die Frage ist einfach, ob man soll sinnvolle Integrationsmassnahmen machen für Leute, die eben weggewiesen sind. Das wäre die erste Frage. Und die zweite, hast du sie an und für sich schon beantwortet. Und die zweite Frage ist ganz generell. Ja, ist dann der Regierungsrat der Meinung oder bist du der Meinung, dass man den Status vorläufige Aufgenommene sollte ganz streichen? Das wäre ja Quintessenz aus dieser Argumentation, die ich jetzt gehört habe. Ja, ich gebe sehr gerne Antwort auf die Frage. Die erste Frage habe ich tatsächlich schon beantwortet. Wir müssen damit umgehen, dass die Menschen da sind und dass sie da bleiben, ob wir wollen oder nicht. Die Frage, ob sie zurückgehen, wird auf einer anderen staatlichen Ebene entschieden und nicht im Kanton Zürich. Wir leben aber damit, dass die Leute da sind. Und wenn sie da sind, können wir so gewährleisten, dass sie einen sinnvollen Aufenthalt haben und sich sinnvoll beschäftigen, möglichst für das Gemeinwesen auch günstig beschäftigen, wenn wir ihnen eine Ausbildung ermöglichen. Und wie ich gesagt habe, das finde ich der wichtigste Punkt, es geht da nicht um Studien auf der akademischen Ebene, sondern es geht wirklich um Grundausbildung, um berufliche Grundausbildung. Und wir wissen alle, dass wir jede Kraft können brauchen können, die abhackt an der Basis. Der zweite Punkt ist auch eine Frage, ob man die Bevölkerungsgruppe so müsste im Status abschaffen, wo auf einer anderen Staatsebene muss entschieden werden. Das ist beim Bund. Und wir kommen die Menschen zugewiesen über und müssen in unserem Kanton und in den Gemeinden schauen, dass wir die möglichst gut integrieren in der Zeit, wo sie da sind. Dann hätte ich auch für sich nur noch eine Anschlussfrage. Ja, wie sieht das aus mit diesen kriminellen Ausländern, die da sind? Wir haben immer mehr so Beispiele jetzt von vorläufig Aufgenommenen, oder? Wir haben jetzt gerade kürzlich
das Beispiel gehabt, Winterthur, der 17-jährige Marokkaner und der 31-jährige Algerier mit den Autoeinbrüchen am Morgen am 1.30, die dann noch zum Morgen und einen warmen Mittag bekommen haben, bis sie wieder entlassen worden sind. Wieso kommt der Regierungsrat vom doch grössten Kanton, zumindest volkswirtschaftlich, mit 25% der Wirtschaftsleistung, nicht endlich dazu, dass er sagt, man muss die Leute internieren. Und die muss man eben internieren und nicht ausbilden. Man muss sie internieren, dass sie wieder heimgehen. Und nicht ausbilden, dass, wenn man dann Frau Regierungsrätin sagt, ja, die bleiben ja sowieso da. Sowohl der Marokkaner, der Algerier ist schon ein bisschen zu alt in dem Fall, oder? Und vor allem auch der grosse Teil von eben Leuten, die müssen gehen. Und jetzt aufgrund von dieser Vorlage da vom Regierungsrat nie mehr gehen werden. Weil man nachher natürlich sagt, ja, wir haben ihn ja ausgebildet, jetzt ist er uns etwas wert, jetzt bleibt er da, ob er dann nochmal kriminell wird oder nicht. Genau, auf diese Bemerkung habe ich auch schon Antwort gegeben. Ich finde es ganz heikel, dass man eine Bevölkerungsgruppe nachher genau in den gleichen Topf hineinrührt und sagt, die sind identisch mit den zugewanderten Leuten, die sich strafbar machen. Und der Regierungsrat teilt die Auffassung, wer sich da strafbar macht und nicht integrieren lässt, soll gehen. Wir reden aber über die Leute, die hier nicht als Flüchtling anerkannt worden sind wegen ihrer Fluchtsituation, aber die nicht zurück ins Heimatland können, weil es dort noch Krieg gibt, beispielsweise in der Ukraine oder beispielsweise im Nahen Osten. Wir reden nicht über Algerier oder Nordafrikaner, die quasi als Wirtschaftsflüchtling hier ankommen, Delikt begehen. Die sind da nicht gemeint damit. Und das ist, glaube ich, die unzulässige Schlussfolgerung, diejenigen Leute gemacht haben, die halt das Kantonsratsreferendum ergriffen haben. Gleich noch. Ja, ist es dann zulässig, die Schlussfolgerung zu machen, dass die Ukrainer nicht heim können? 2/3 von dem Land kann ohne Problem heim. Genau. Ohne Problem. Aber die Antwort war nicht so jetzt. Mal natürlich. Das wird geprüft von der Bundesbehörde, wem das eine Rückreise zumutbar ist und wem nicht. Ich glaube, die Ukrainer mit dem Schutzstatus S, das ist wieder eine andere Konstellation. Aber wir reden über solche, die tatsächlich vorläufig aufgenommen worden sind. Und zwar nicht solche, die sich strafbar gemacht haben. Bei denen tun wir ganz sicher auch alles dafür, dass sie wieder müssen dort zurück, wo sie herkommen. Gibt es noch weitere Fragen? Ist echt über das Netz noch eine Frage eingegangen? Gut, dann danke ich vielmals fürs Dasein, für die interessante Debatte, wenn halt auch nur von einer Vertretung von der Gegnerseite. Aber ich glaube, es ist eine vernünftige Vorlage und wir werden sehen, wie das Stimmvolk am 22. September entscheidet. Merci vielmals und allen noch einen schönen Tag.